Liebe Stifter und Partner, Freunde und Förderer, liebe Unterstützer und Ermutiger, liebe Alumne und Alumni. 9 Monate bin ich jetzt im Amt als Präsident der Zeppelin-Universität. Daher ist es mir ein Anliegen, Sie heute über aktuelle positive Entwicklungen an unserer Universität zu informieren. Kurz nach meinem Amtsantritt hatte ich mich ja schon mal per Videobotschaft an Sie gewandt. Damals erwähnte ich 3 strategisch wichtige Themen: die Reakkreditierung, die Weiterentwicklung der Vision der Zeppelin-Universität und den Ausbau der Netzwerke und Förderungen. Lassen Sie mich heute jedoch zunächst umständehalber auf die Corona-Krise eingehen. Die Zeppelin-Universität kommt gut durch die Pandemie. Wirkung gezeigt hatte zunächst die rasche Umstellung auf Hybridlehre und unser umfassendes Hygienekonzept. Später haben wir dann nach Maßgabe des Landes Baden-Württemberg vollständig auf Online-Formate umgestellt. Dadurch hatten wir so gut wie keine Infektionsfälle. Und durch die Aufgeschlossenheit und die großen Anstrengungen aller ist auch die Lehre in der Distanz bisher gut gelungen. Gezeigt hat sich aber auch die besondere Bedeutung von Präsenz, von persönlicher Begegnung für unsere private Universität. Und dorthin wollen wir auch zurückkehren, sobald es wieder möglich ist. Und darauf sind wir dann gut vorbereitet. Trotz der pandemiebedingten Situation ist es uns außerdem gelungen, die Zahl der Studienstarter gegenüber den Vorjahren deutlich zu erhöhen. Und das sowohl im vergangenen Herbstsemester wie auch im aktuellen Frühjahrssemester. Aktuell haben wir 14% mehr Erstsemester als im Vorjahr. In diesen schwierigen Zeiten eine beachtliche Leistung. Wir werden im kommenden Herbst 4 neue Masterstudiengänge starten: International Relations und Global Politics, Public Management und Digitalisierung, den Interdisciplinary Research Master und Transformation Management in Digital Societies. Die ZU erweitert ihr Masterangebot also ganz bewusst um 4 Programme. Jeder neue Studiengang ist auf seine Weise nicht nur interessant und zeitgemäß, sondern vor allem auch innovativ und zukunftsorientiert. Mit Blick auf die Reakkreditierung haben wir intensiv und einvernehmlich mit allen Statusgruppen über notwendige Reformen beraten. Im Ergebnis haben wir die Zahl unserer Lehrstühle auf 30 erhöht. Das ist ein realistisches Ziel. Das verschafft uns Luft und bringt uns gegenüber dem Wissenschaftsministerium und dem Wissenschaftsrat weiter nach vorne. Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an unserer Strategie ZU 2025. Diese Arbeit einer Weiterentwicklung der Vision der ZU bringt bereits jetzt erste Resultate. Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat erneut und einstimmig seinen Beschluss bekräftigt. Unsere Grundfinanzierung wird aus den Mitteln der Zeppelin-Stiftung erhöht von 6 Millionen auf künftig rund 8 Millionen, also insgesamt 25%. Konstruktive Gespräche haben wir auch mit dem Zeppelin-Konzern und mit der ZF Friedrichshafen geführt. Dabei haben wir Einvernehmen über die Finanzierung und die Konzeption von 5 neuen Stiftungslehrstühlen erlangt. Die Schwerpunktthemen dieser Lehrstühle werden digitale Transformation und Nachhaltigkeit sein, im Einklang mit unserer strategischen Planung. Das sind Themen von zentraler strategischer Bedeutung für unsere Partnerunternehmen in der Bodenseeregion. Und schließlich bauen wir noch einen weiteren Themenbereich auf, den wir globale Netzwerke nennen. Bei Ihnen allen möchte ich mich für die vergangenen 9 Monate herzlich bedanken. Sie haben mich auf meinem Weg bestärkt durch Ihren Rat, Ihren konstruktiven Dialog, Ihre Ideen, Ihren Tatendrang und durch Ihre finanzielle Unterstützung. Gemeinsam wird es uns gelingen, die Zeppelin-Universität zurück in die Erfolgsspur zu setzen. Ich freue mich auf den fortgesetzten Austausch mit Ihnen.